Harvey hatte gestern Abend kein Geschäftsessen. Er war mit mir verabredet. Und er hat mir von dem Knoten erzählt, den er in deiner Brust entdeckt hat. Du willst, dass ich darüber rede, was wir machen für den Fall, dass ich Brustkrebs habe, ja? Wenn das wirklich der Fall sein sollte, dann wird das schon geschehen. Nein, das will ich nicht, Harvey. Ich will nicht an Apparaten und Schläuchen hängen. Stell dir vor, so haben mich die Jungs dann in Erinnerung. Es spielt doch keine Rolle, was ich dabei empfinde. Es kommt darauf an, was du empfindest. Harvey, ich habe so furchtbare Angst. So ein Leben hast du nicht verdient, Harvey. Was redest du da bloß? Mary Bess, du bist mein Leben. Guten Morgen. Schön, dass Sie so früh gekommen sind. Kommen Sie doch mal, ich möchte mit Ihnen reden. Setzen Sie sich doch. Ist Ihnen in letzter Zeit an Cagney nichts aufgefallen? Ich glaube, ich verstehe Sie nicht, Sir. Naja, ich meine, hat sie Sorgen oder glauben Sie, dass sie irgendwas bedrückt? Ich wüsste nicht, Sir. Wieso? Ich habe natürlich keine Ahnung von Frauenproblemen und von medizinischen Dingen, erst recht nicht. Ich habe heute früh auf Cagneys Schreibtisch nach der Benedetto-Akte gesucht und da war die Schublade offen. Und da habe ich das hier gefunden. Sie wissen, dass ich mich nicht ins Privatleben meiner Beamten einmische, aber also wenn sie Krebs hat, sollte sie nicht darüber lesen, sondern was dagegen unternehmen. Tut sie das? Cagney ist nicht krank, Sir. Ich bin krank. Sie hat die Sachen für mich geholt. Sie hat mich dazu veranlasst, zum Arzt zu gehen. Das habe ich Freitag getan. Er hat gesagt, bösartig. Kann ich was für Sie tun? Nein, Sir. Vielen Dank. Ein Chirurg wird mir heute sagen, wie es weitergeht. Wenn Sie nichts dagegen haben, gehe ich heute in meiner Mittagspause hin, Sir. Aber natürlich, gehen Sie ruhig. Gehen Sie, wann Sie möchten, Lacey. Wie wäre es denn, wenn Sie ein paar Tage frei machen? Nein, Sir. Ich würde gern arbeiten wie gewöhnlich. Lacey? Ja, Sir? Wenn Sie was brauchen, dann sagen Sie es mir doch nicht, ne? Ja, Sir. Es kann auch sein, dass Sie nächste Woche wieder nach Hause darf. Der Arzt hat gesagt, es kommt darauf an, ob Ihr Kreislauf durchhält. Es wird schon gut gehen. Heute ging es ihr schon viel besser als gestern. Ich habe auch ein gutes Gefühl. Du wirst sehen, nächste Woche ist sie wieder zu Hause. Hallo. Ich bin für den 26. für eine Brustamputation vorgesehen. Das nennt sich modifizierte Radikaloperation. Sie entfernen die Brust und die Lymphdrüsen unter dem Arm. Ach, verflixt, ist doch auch egal. Vielleicht merkt's ja keiner. Mein Busen war ja nie der Rede wert. Obwohl Harvey und die Jungs die linke Seite immer besonders gemocht haben. Hätte ich das gewusst, hätte ich auch weiter rauchen können.
Ich versuche witzig zu sein, Chris. Wann lachst du endlich? Du fragst doch nach einem zweiten Arzt. Du hast gesagt, ich muss was tun. Jeder hat gesagt, unternimm was. Und zwar je früher, desto besser. Und ich habe was unternommen. Er ist nicht der einzige Arzt in New York. Er ist ein sehr, sehr teurer Chirurg und hat den allerbesten Ruf. Er hat die ganze Wand voller Diplome. Er sagt, die Brust muss abgenommen werden. Nein, Mrs. West, das geht nicht. Sie können Ihren Mann nicht anzeigen, nur weil er einmal nicht pünktlich nach Hause gekommen ist. Mrs. Taggart. Wie geht's Kevin? Der gibt Ihnen das Recht, anderen Menschen das Leben kaputt zu machen. Ich finde das abscheulich, das wollte ich Ihnen nur sagen. Mrs. Taggart, wollen Sie sich... Sie kennen Kevin und mich doch gar nicht. Und dieser Sozialarbeiter kennt uns auch nicht. Aber Sie müssen ja gleich loslegen, weil Sie sich doch grundsätzlich einbilden. Sie wissen, was das Beste für uns sei. Mrs. Taggart, sagen Sie doch endlich, was... Man hat Kevin einfach abgeholt! Sie haben ihn in die Jugendhaftanstalt gesteckt. Dem Bericht zufolge, den Sie geschrieben haben, heißt es, ich sei eine unfähige Mutter. Ich bitte Sie, die Stadt muss in solchen Fällen manchmal einfach so vorgehen. Sagten Sie in solchen Fällen? Wir sind Menschen, mein Sohn und ich, und wir lassen uns nicht länger wie Dreck behandeln. Mrs. Taggart, wir können etwas dagegen tun. Ihretwegen habe ich meinen Sohn verloren. Und das reicht doch sicher, nicht wahr? Unsere Behörde ist für Kinder wie Kevin Taggart verantwortlich. Man hat 6 Tüten A10-Gramm Heroin bei ihm gefunden, als man ihn im Krankenhaus ausgezogen hat. Was sollten wir da tun? Was erwarten Sie? Er ist 8. Vielleicht wusste er gar nicht, was er bei sich hatte. Wir haben schon Kinder gesehen, die an einer Überdosis gestorben sind und die kaum älter waren. Er hatte Heroin bei sich. Das hat doch mit Vernachlässigung und Misshandlung durch die Mutter nichts zu tun. Also ich bitte Sie. Sie haben doch das alles ausgelöst. Es besteht dringender Verdacht, dass Mrs. Taggart das Kind geschlagen hat, weil es zu spät nach Hause gekommen ist. Sie hat ihm wohl eine Ohrfeige gegeben, aber das ist doch noch keine Kindesmisshandlung. Es hätte auch schlimmer sein können. Das kann ich mir nicht vorstellen. Na schön. Auch wenn wir keine Misshandlung nachweisen können, ist es ein Fakt, dass der Junge durchschnittlich 5 Stunden allein ist. Manchmal sogar länger. Das haben Sie selbst in Ihrem Bericht erwähnt. Sie arbeitet. Sie kann sich keinen Hort leisten. Das habe ich vor gar nicht langer Zeit auch gehört. Und zwar von einer Frau, die auch unter Verdacht stand, ihr Kind misshandelt zu haben. Wir haben das Kind nicht aus dem Haus gekriegt. Sie hat es dann mit einem Lampenkabel erwürgt. Hast du wieder die ganze Nacht gelernt? Ich habe mich gestern bei diesem Abendkurs hier eingeschrieben. Sergeant-Schule. Das ist ja wohl das Letzte. Hey! Du musst mir glauben, auch wenn es dir schwerfällt. Ich will dieses Examen bestehen. Meinst du, ich nicht? Aber du hast die falsche Einstellung, Junge. So, du musst es ja wissen. Hey, weißt du, was ich gestern Abend gemacht habe? Ich bin zu Bonbon gegangen. Sie hat mir ein dickes, saftiges Steak gemacht, mir ein feines, blondes Pilz eingeschenkt. Und beim Fernsehen hat sie sich schön an mich gekuschelt. Und irgendwann sind wir dann im Bett gelandet. Nein, das brauche ich mir nicht anzuhören, Victor. Das ist das Einzige, worin man nicht geprüft wird, das weiß ich. Das ist für die Streifenbeamten alles. Die Detectives müssen sich um die Festnahme von Michelson kümmern, und zwar Cross und Robin Nobitz. Mit Cagney und Lacey als Reserve. Oh, nein, nein, nein. Lacey streichen Sie. Bis auf weitere Anweisungen kein Extradienst und keine Überstunden für Lacey. Was ist denn? Ist sie etwa krank? Brauchen Sie für jede Anweisung eine Begründung? Tun Sie, was ich Ihnen sage. Ja, Sir. Sie ist durch unseren Bericht in ein schiefes Licht geraten, Chris. Woher willst du wissen, dass sie mich misshandelt? Sag mir das bitte. Woher haben wir es nicht? Gesehen hat es überhaupt niemand. Und dieser Sozialarbeiter will nach nur 3 Stunden genau wissen, wie man diese Menschen zu beurteilen hat. Sie ihn nun doch verprügelt? Ich glaube, Eleanor Taggart liebt ihren Sohn. Ich habe sie gesehen, als du ihn aus diesem Schacht geholt hast. Du hast sie auch gesehen. Was sollen wir machen? Sollen wir sagen, der Bericht ist falsch? Wir haben doch nur geschrieben, was wir gesehen haben. Dieser Bericht ist daran schuld, dass Kevin nicht mehr bei seiner Mutter ist. Sie hat niemanden. Sie ist allein, Christine. Sie hat doch dich. Du weißt doch sicher schon, wie du ihr helfen kannst. Stimmt's? Also gut. Den Stoff hatte Kevin von Willie Smoke. Der Kerl kann selbstständig arbeiten, er kann aber auch zum Westside-Rauschgift drin gehören. Die arbeiten in dieser Gegend. Wäre möglich. Das Rauschgiftdezernat ist seit 4 Monaten hinter denen her, ohne Erfolg. Wenn sie mit Kevins Hilfe den Ring auffliegen lassen können, wird das bei der Verhandlung zugunsten seiner Mutter berücksichtigt werden. Ja, vielleicht. Es wäre schön, wenn Willie Smoke auffliegen würde, beziehungsweise seine Lieferanten. Ja.
Zu dumm, dass er nichts dabei hatte, als du mit ihm gesprochen hast. Diese Sache möchte ich zu Ende führen. Und rüber zu Johnson. Das war ein Schuss. Ach, er hat ihn gelegt, aber das hat der Kerl nicht gesehen. Es ist das Ende. Und da gibt er auch schon auf. Ist doch alles Schwindel. Hey, das muss ja wohl nicht sein, Michael. Das machst du nicht nochmal. War doch nicht so schlimm. Ist schon in Ordnung. Michael, setz dich mal neben mich. Komm, komm her. Heute Abend essen wir was ganz besonders Gutes. Außerdem möchte ich mit euch beiden reden. Ich hatte mal versprochen, dass ich euch nie belügen würde. Und ich weiß, dass ihr wisst, dass irgendwas los ist. Ich werde euch jetzt genau erklären, was. Ihr dürft aber keinen Schreck kriegen, okay? Ich bin heute beim Arzt gewesen. Und ich muss operiert werden. Was ist denn das für eine Operation? Weißt du, ich habe einen Knoten in meiner Brust. Und der Arzt sagt, dass meine Brust entfernt werden muss. Dasselbe hatte auch Bobby Vitellos Mutter. Bobbys Mutter ist gestorben. Wirst du auch sterben? Nein, mein Liebling. Ich werde nicht sterben. Sowas darfst du gar nicht denken. Das hier ist ein Polizeiparkplatz. Der Parkplatz für Lieferanten ist da vorne. Nimm mal mit der Ruhe, Lady. Das dauert hier höchstens eine Minute. Ob es eine Minute ist oder länger, ist egal. Sie verstoßen gegen das Gesetz, Mister. Da hinten steht ein Müllwagen. Seien Sie bloß froh, dass Sie keine Anzeige kriegen und dass ich Sie hier nicht abschleppen lasse. Sie sind vielleicht ein Schätzchen, Lady. Danke, gleichfalls, Sie Kotzbrocken. Kotzbrocken? Steigen Sie ein und fahren Sie gefälligst endlich Ihre Karre zurück. Da vorwärts, Beeilung! Sie meinen, ich fahr zurück, Sie fahren zurück, verstanden? Vorwärts, ich hab nur was anderes zu tun! Ich helfe Sie! Wissen Sie überhaupt, wen Sie hier anschreien? Das ist mir doch egal, ist mir doch wurscht, wer Sie sind! Fahren Sie endlich Ihre Schlafkarte zurück! Wo kommen Sie her, aus Jersey? Fahren Sie wieder zurück nach Jersey! Hört's mal! Sie fahren alles! Endlich. Fahren Sie endlich zurück! Entschuldigen Sie die Verspätung, Sir. Ich musste noch zum Amtsgericht und der Verkehr war entsetzlich. Außerdem steht da draußen ein Vollidiot auf unserem Parkplatz. Ein Vollidiot! Das ist ein Ding. Niemand achtet auf Verkehrszeichen, nicht? Ist das so, Sir? Das macht doch nichts. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Lacey. Tag, na, wie geht's dir? Bist du nicht unbedingt mein Tag, Christine? Bitte. Was ist das? Wir sollen bei der Vormundschaftssache Taggart als Zeugen aussagen. Oh, gut. Mrs. Taggart will sich also helfen lassen. Nein, wir müssen als Zeugin der Stadt aussagen. Dann suchen wir jetzt Willi Smoke. Mary Bess, es wird Zeit, dass du dir noch eine zweite Diagnose einholst. Und darüber haben wir doch im Waschraum schon gesprochen. Das ist nicht wahr. Ich habe nachgelesen. Jede Frau sollte noch einen zweiten Arzt befragen. Zuerst drängst du mich, wer weiß, wie ich soll etwas unternehmen und jetzt soll ich nicht so voreilig sein und noch andere Leute fragen. Ich will das alles nur hinter mich bringen. Warum bist du nur so dickköpfig? Du bist der einzige Mensch, der noch dickköpfiger ist als ich. Du gehst zu einem anderen Arzt. Es dauert höchstens eine Stunde. Noch ein Arzt bezahlt mir ja niemand. Dann bezahle ich den zweiten Arzt. Und wenn es gar nichts bringt, wenn er dasselbe sagt wie der andere Arzt? Dann hast du es wenigstens versucht. Los, raus hier! Das erwischt uns! Das darf doch nicht wahr sein. Sie haben gesagt, Sie kommen nie wieder. Wir suchen Willi Smoke. Ist er irgendwann hier aufgekreuzt? Nein, der hat auch sicher genug von euch. Haben Sie eine Ahnung, wo er ist? Ich kümmere mich nur um meine Sachen. Wenn hier irgendwas los ist, wissen Sie es doch ganz genau. Vielleicht werden Sie gesprächiger, wenn wir Sie mit aufs Revier nehmen. Das kann Stunden dauern. Manchmal sogar Tage. Ja, Sie sind ja ein Herzchen, mein lieber Mann. Mr. Corelli, Sie haben etwas über Willi Smoke gehört, habe ich recht? Sie können sich und uns eine Menge Schwierigkeiten ersparen, okay? Ich habe nur gehört, er will sich hier vorläufig nicht mehr sehen lassen. Sie meinen, er hat die Stadt verlassen? Ja, wäre möglich. Kevin hat der Fürsorgerin gesagt, er wusste nicht, was er dabei sich hatte. Und das glaube ich nicht. Corelli sagt, Willi Smoke ist nicht mehr in der Stadt. Das glaube ich. Wenn ich geahnt hätte, dass wir die ganze Westside abklappern, hätte ich mir andere Schuhe angezogen. Du hättest ihn damals festnehmen sollen. Schon mal was zum hinreichenden Tatverdacht gehört? Coleman hat gerade den Dienstplan aufgestellt. Darüber möchte ich mit Ihnen sprechen. Worüber, Sir? Kommen Sie doch bitte mit in mein Büro. Über den Dienstplan können wir doch auch hier reden, Sir. Lacey, ich würde es doch ganz gern sehen, wenn Sie nicht so viel arbeiten. Vielleicht sollten Sie vorübergehend nur nachmittags kommen. Ich habe Ihnen gesagt, dass das nicht nötig ist. Ich möchte ganz in meinen normalen Dienststunden erscheinen.
Lacey. Wenn das alles ist, Sir, ich habe nämlich noch sehr viel zu tun. Was ist denn das hier? Was ist das, die städtische Müllhalde? Wer hat das hier gemacht? Lassen Sie doch. Ich möchte... Hören Sie endlich auf, mich hier in Ruhe sein zu behandeln! Ich habe Krebs. Ich habe Brustkrebs. Und damit Coleman nicht irgendwelche Wetten annehmen muss, das ist die hier, die Linke. Okay? Hat noch jemand irgendwelche Fragen? Ich muss mich operieren lassen. Aber deshalb muss man mich nicht anders behandeln als normalerweise. Ich würde es sehr zu schätzen wissen, wenn ihr das Ganze einfach vergesst. Ich versuche mir vorzustellen, wie es aussehen wird. Es wird schon alles gut. Ich kenne dich doch. Ich weiß, dass du es gern hast, mich anzusehen. Du siehst dir meine Brüste gern an. Das nicht ertragen habe. Ich werde dir alles ansehen. Ganz gleich, was auch geschieht, ganz gleich, wie du aussehen wirst, für mich wirst du immer schön sein. Wie denkt ihr euch das denn? Schnappt einen auf der Straße auf und denkt, ihr seid im Recht. Du musst bei 100 Fragen die Antworten ankreuzen, und? Bei jeder Wette kannst du ja auch nicht gewinnen. Ein Drittel gewinnst du, ein Drittel verlierst du. Und der Rest ist doch bloß Glückssache. Das Examen ist übermorgen und du hast noch nicht einmal ins Buch geschaut. Was habe ich nicht? Bonbon hat mich das ganze Wochenende abgehört. Und ich habe sie abgehört. Da hast du sicher viel gelernt. Wieso soll ich mir Sorgen machen? Das Theoretische ist bloß ein Klacks und wenn es zum zweiten Teil kommt, habe ich es schon geschafft. Ach ja? Wie kommst du auf die Idee? Da werden doch Fälle simuliert, nicht wahr? Ja. Und wie wir uns dann verhalten, wird auf Video aufgezeichnet. Okay. Und mit einem Profil wie diesem hier, soll ich etwa den Sergeant nicht schaffen? Hä? Ich komme sowieso schon zu spät zur Arbeit. Wissen Sie das? Da kann ich Sie und Ihre Lügen überhaupt nicht brauchen. Mrs. Taylor, wir lügen Sie nicht an. Wenn Kevin uns hilft, diese Dealer zu erwischen, kann sich das positiv auf Ihre Vormundschaft daraus. So, es kann auch schlecht ausgehen. Ich weiß doch, dass wir nicht gut dastehen würden, falls Kevin gewusst hat, dass er Drogen bei sich hatte. Ich bitte Sie, er hat's gewusst. Alle Sie glauben, dass er es gewusst hat. Wenn er das zugibt, nehmen Sie ihn mir endgültig weg und der Fall ist erledigt. Ihnen setzt man ein Denkmal und Sie werden auch noch befördert. Mrs. Taylor. Aber wenn er nichts sagt, dann habe ich vielleicht die Chance, dass er bei mir und bleibt. Und wie geht's dann weiter? Dann taucht Willie Smoke wieder auf und bietet ihm noch mehr Geld. Und dann ist der Junge doch wieder auf der Straße. Und dieses Mal vielleicht für immer. Wenn ich Bullen vertraue, zahle ich jedes Mal drauf. Mrs. Taggart, ich bin der Meinung, dass die Stadt Ihnen Ihren Sohn nicht wegnehmen darf. Das, was wir vorhaben, kann Ihnen helfen und Ihnen. Kommen Sie, der Wagen steht gleich da drüben. Mitgebracht. Ich dachte, du vermisst es sicher. Das ist Daryl Strawberry. Er hat das Autogramm letzten Sommer nach einem Baseballspiel gekriegt. Er ist sein Idol. Was ist denn los, Baby? Das kann ich hier nicht behalten, Mama. Das klaut mir jemand. Haben Sie das gehört? Und bei mir reden Sie von Vernachlässigung. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass wir Ihnen helfen wollen. Bitte. Kevin? Diese Ladies möchten dich etwas fragen. Und du wirst ihnen ehrlich antworten, okay? Okay. Hi, Kevin.
Hi. Wie geht es dir? Ganz gut. Hör zu, Kevin. Du weißt doch, wie wir beide da unten in diesem Schacht waren. Und wie ich zu dir gesagt habe, dass ich dich ohne deine Hilfe nicht rausholen kann. Du hast mir geholfen. Wir beide brauchen heute nochmal eine Hilfe, damit du hier raus kannst. Du musst uns was über die Päckchen sagen, die du für Willy Smoke transportiert hast. Kevin, du weißt doch, was da drin war. Er hat dir dafür Geld gegeben, nicht? Du musst das Stoff ausliefern. Gib's zu, Kevin, wir wissen, dass er es getan hat. Ich bin kein Verräter. Jetzt hör mir gut zu, Kevin Taggart. Vielleicht habe ich nicht immer alles richtig gemacht, aber dass ich dich liebe, das weißt du. Und was Recht und Unrecht ist, habe ich dir immer wieder gesagt. Das, was du für Willy Smoke getan hast, war Unrecht. Mama, wir haben das Geld doch gebraucht. Aber doch kein schmutziges Geld, Baby. Du hast einen Fehler gemacht. Den musst du zugeben. Du musst diesen Damen hier die Wahrheit sagen. Ich weiß, dass das schwer ist. Aber irgendwann muss jeder Mensch in seinem Leben etwas tun, das schwer ist. Das ist nicht besonders fair, aber es ist leider nicht zu ändern. Ich habe Angst, Mama. Baby, du brauchst keine Angst zu haben, Baby. Du wirst diesen Ladies jetzt die Wahrheit sagen und dann brauchst du nie wieder Angst zu haben. Kevin, du wusstest, was in den Päckchen war, hm? Sechs Stunden am Computer und dann kommt so ein Schwachsinn raus. Es gibt bestimmt eine Menge Vorbestrafte, die sich Bandana nennen. Er ist vielleicht Kolumbianer oder sowas. Kevin hat nichts von einem Akzent gesagt. Trotzdem sollten wir versuchen, die Bar zu finden. Mary Best, seit genau 15 Minuten ist deine Schicht zu Ende. Er hat gesagt, er wohnt in einer Bar mit blauem Neonlicht. Wir wissen aber nicht, wie die Bar heißt. Wir wissen nicht, wo sie ist und wir wissen in auch nicht... In dem Wohnviertel ist es, sagt er. Und der Name der Bar hat mit der blauen Leuchtschrift was zu tun. Nehmen wir an, es ist wahr, aber weißt du, wie viele Bars zwischen hier und der Bronx liegen? Für Überstunden bist du heute nicht in der Verfassung. Ich bin kein Invalide, Christine. Kommst du nur mit oder darf ich dich irgendwo absetzen? So, jetzt ist es fast 12. Wir haben 10 Bars hinter uns. Bist du jetzt bereit, Schluss zu machen? Was ist los? Das ist doch sonst nicht deine Art. Wir haben noch 3 auf der Liste. Mary Best, die sind morgen garantiert auch noch da. Die Vormundschaft zur Handlung fängt um 4 Uhr an. Ich find's aber nicht gut, wenn du dich so anstrengst. Das heißt, du willst nach Hause fahren? Dann bringe ich das allein zu Ende. Das hast du dir so gedacht. Wie lange sollen wir noch warten? Noch eine halbe Stunde? Es liegt ein Apartment drüber, genauso wie Kevin gesagt hat. Das ist es. Er ist vielleicht da? Sieh mal da, ein Mann mit einem Bandana, einem Stirnband. Sein Mr. Bandana scheint einen Deal vorzuhaben. Hier ist Wagen 21. Ich wiederhole, Wagen 21. Wir brauchen einen Streifenwagen. 632. West, 123. Straße. Verstanden, Wagen 21. Ich zieh dich aus dem Verkehr! Du versorgst keine kleinen Kinder mehr, hörst du? Nie wieder! Gib die Hand her! Ist dir nichts passiert? Was willst du dir eigentlich beweisen, hä?
Hattest du vor, dich umzubringen? Mach das doch gefälligst in deiner Freizeit. Es reicht mir. Du willst dir wohl alle Menschen ignorieren, die sich Sorgen um dich machen. Von mir aus, du stirbst ja sowieso. Ich bin sehr froh, dass Sie zu uns gekommen sind. Die wenigsten Frauen holen einen zweiten ärztlichen Rat ein. Das war eine gute Idee. Ich bin anderer Meinung als Ihr Chirurg, Mrs. Lacey. Ich werde zwar diesbezüglich noch eine Strahlentherapeutin hinzuziehen, aber ich bin sicher, dass sie mir beipflichten wird. Ich bin nicht der Ansicht, dass eine Mastektomie in diesem Stadium nötig ist. Warum nicht? Weil die Schädigung noch winzig ist. Sie hat einen Durchmesser von weniger als 2 Zentimetern und sie liegt im äußeren Quadranten der Brust. Und das ist die einfachste Stelle für eine Lymphadenektomie. Was ist das bitte genau? Das kann ich Ihnen erklären. Wir entfernen den Knoten und ein wenig von dem umliegenden Gewebe. Dann nehmen wir eine Biopsie der Lymphknoten unter dem Arm vor. Und wenn diese dann definitiv nicht bösartig sind, hat die Patientin eine Genesungszeit von, sagen wir, 1 oder 2 Wochen. Und dann wird die betroffene Stelle bestrahlt. Und zwar 5 Wochen lang, an 5 Tagen in der Woche. Das kann man jedoch ambulant durchführen. Ich müsste nicht im Krankenhaus bleiben? Sie können von mir aus weiterarbeiten. Die Behandlung ist relativ einfach. Nach diesen besagten 5 Wochen folgt eine weitere 2-wöchige Warteperiode. Danach kommen Sie dann wieder zu uns ins Krankenhaus. Da werden Ihnen dann mehrere kleine Schläuche, die mit einer radioaktiven Substanz gefüllt sind, in die Brust implantiert, die 2 oder 3 Tage drin bleiben und dann entfernt werden. Das wird unter Anästhesie durchgeführt, ist aber eine Operation mit sehr geringem Risiko. Der andere Arzt sprach von chemotherapeutischer Behandlung. Das hängt davon ab, ob der Tumor sich auf die Lymphknoten ausgedehnt hat. Wenn das nicht der Fall ist, ist eine Bestrahlung viel einfacher. Unangenehme Nebenwirkungen können so gut wie ausgeschaltet werden. Ein schwacher Hautausschlag kann auftreten. Vergleichbar etwa einem Sonnenbrand. Der hält aber nicht sehr lange an. Ach ja, die meisten Patientinnen klagen über eine geringfügige Müdigkeit. Und was kommt nach der Bestrahlung? 2 Wochen nach der Implantation untersuche ich Sie, um eventuelle Infektionen auszuschließen. Und anschließend möchte ich Sie einmal im Monat hier bei mir sehen. Danach regelmäßige Untersuchungen 5 Jahre lang. Wieso hat der andere Chirurg mir davon nichts gesagt? Wieso hat er gesagt, meine Brust muss definitiv abgenommen werden? Viele Chirurgen sehen in der Brustamputation die einzige Möglichkeit, Brustkrebs zu behandeln. Es sind noch nicht viele mit der Lymphadenektomie vertraut. Wären wir hier in Kalifornien oder Massachusetts, hätte Ihr Chirurg Sie über alternative Behandlungsmethoden informieren müssen. Dort ist das Staatsgesetz. Es kommt also nur darauf an, welchen Arzt ich konsultiere. Da haben Sie wohl leider recht. Viele der Kollegen sind auch immer noch skeptisch gegenüber der Strahlungstherapie. Sie berufen sich auf die alten Techniken, die wesentlich primitiver waren. Wir haben seitdem große Fortschritte gemacht. Habe ich denn bei dieser Operation dieselben Überlebenschancen wie bei der Mastektomie? Sehen Sie, obwohl unser Verfahren doch noch immer ziemlich neu ist, gibt es bereits Studien, die anzeigen, dass dieser Typ eines Karzinoms, der so früh entdeckt worden ist wie Ihrer, und das ist die Hauptsache, die Früherkennung, keine andere Rückfallquote hat als bei der Mastektomie. Sie haben Glück, Sie sind rechtzeitig gekommen. Na, das ist doch riesig. Ja. Das klingt doch schon viel besser als das, was der andere Arzt gesagt ja. hat. Ja. Ja, klingt ganz gut, hä? Ja. Wenn Sie nur rausfinden, dass er sich nicht auf die Lymphdrüsen ausgedehnt hat. Ja. Wie Sie einem das da nur sagen, hä? Naja, was soll's. Am Ende geht vielleicht alles gut aus. Und wann gehst du dahin? Morgen früh. So schnell sollte es gar nicht gehen, Chris. Wegen Eleanor Taggart, aber der Arzt hat mir dazu geraten. Und ich gehe heute Nachmittag schon ins Krankenhaus. Da müssen Sie Voruntersuchungen machen. Das macht doch nichts, dann gehe ich alleine hin. Aber deshalb mache ich mir ja Sorgen. Mary Beth, ich muss die Wahrheit sagen, das ist dir doch klar. Ja. Ich verpasse das Sergeant-Examen. Na und? Gehst du das nächste Mal hin? Ja, klar. Was sind schon 4 Jahre? Ich freue mich schon drauf, dich Sergeant Cagney zu nennen. Sergeant Christine wird auch reichen. Du bist doch sicher der Typ, der seinen Dienstrang ausnutzen wird. Unbedingt. Unbedingt. Gar nicht so übel, hm? Hä? Das brauchst du doch nicht zu tun, Harvey. Ist schon gut.
Harvey? Ja? Es ist noch Lasagne in der Tiefkultur. Sei so nett und sag Muriel, sie sollte morgen früh rausnehmen und auftauen. Liebes, meine Mutter weiß, wie man Lasagne auftaut. Ja, ja. Sie wird sicher selbst das kochen wollen. Ja. Dass Michael deine Mutter immer rumkriegt, weißt du, ja? Und dann drückt er sich wieder um seine Zahnspange. Dann trägt er sie in der Nacht mal nicht. Davon werden die Zähne schon nicht rausfallen. Wichtig ist, dass er sie regelmäßig... Ist es Lacey? Ja? Ich bin der freundliche Mann von der freundlichen Hämatologieabteilung. Wir möchten Sie zu einer Blutuntersuchung einladen. Was ist denn mit Ihrem Blut? Nichts, es ist alles okay. Wir müssen routinemäßige Blutuntersuchungen durchführen. Das machen wir mit allen Patienten vor einer Operation. Madam, Ihr Wagen. Nicht lange. Sie können ruhig hier warten. Ich brauche Sie. Sie müssen über den Zustand der Taggart-Wohnung aussagen. Detective Film. Eine schäbige Behausung, nicht? Ach, ich weiß. Schmutz, Kakerlaken, Ratten und so weiter. Nein, so würde ich es nicht ausdrücken. Irgendwelche Hinweise auf Alkohol oder Drogen? Ich habe jedenfalls nichts gesehen. Aber die Möglichkeit besteht. Hat sie ordentliche Lebensmittel für den Jungen im Haus? Ich meine Milch, Obst, Gemüse. Ich hab den Leuten die Schmutz. Bringen Sie den Jungen auf der Stelle in Gericht. Sie passen sich nicht nochmal an, sonst kriegen Sie große Ärger. Wer gibt Ihnen das Recht dazu? Dass Sie Kevins Zeugenaussage beeinflussen können. Sie kann ihn nach der Verhandlung sehen. Nun ja, das wird sich zeigen. Sie haben nicht das Recht, mich vor meinem Sohn zu trennen. Es reicht. Setzen Sie sich. Setzen Sie sich dahin. Bleiben Sie bloß ruhig, Mrs. Tackett. Sie machen die ganze Sache nur noch schwieriger, wenn Sie mit ihm streiten. Ich kann Sie ja verstehen. Ich habe auch nicht gerade die beste Laune. Sie brauchen gar nicht so herablassend zu sein. Ein Moment, ich bin überhaupt nicht herablassend zu Ihnen. Ich weiß doch, was Sie denken, wenn Sie mich so ansehen. Sie denken, ich bin ein Nichts. Ich will Ihnen mal was sagen. Wenn man überlegt, wo ich angefangen habe, bin ich ganz schön weit gekommen. Was anderes habe ich auch nicht gesagt, oder? Aber Sie erlauben sich ein Urteil über mich. Was bilden Sie sich ein? Wieso sagen Sie zu mir, ich sei als Mutter nicht gut genug für mein Kind? Es ist unsere Aufgabe, die Kinder zu schützen. Ich liebe meinen Sohn. Ich würde ihm nie wehtun, nie im Leben. Ich gebe ihm ein Zuhause, das beste Zuhause, das ich ermöglichen kann. Wann verstehen Sie das denn endlich? Was verlangen Sie denn von mir? Wollen Sie, dass ich darum bettle, dass ich Sie anflehe? Ich habe keinen Stolz mehr, wenn es um Kevin geht. Ich würde alles tun, wenn Sie ihn mir nur zurückgeben. Bitte, bitte helfen Sie mir. Geben Sie mir meinen Jungen wieder. Bitte. Ich frage dich, Kevin, ob deine Mutter dich schon mal geschlagen hat. Naja, manchmal gibt sie mir einen Klaps. Womit? Mit der Hand. Gibt's auch schon mal mehr als eine Ohrfeige? Hat sie dich schon mal verletzt? Nein, wie oft soll ich das noch sagen? Dieser Punkt wäre damit geklärt, Mr. Waters. Haben Sie noch weitere Fragen an Kevin? Nein, Euer Ehren. Die Stadt ruft Detective Christine Cagney auf. Dienstnummer 763. Erheben Sie Ihre rechte Hand, schwören Sie, die Wahrheit zu sagen, die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit, so wahr Ihnen Gott helfe. Ich schwöre. Detective Cagney, Sie waren mit Ihrer Kollegin Detective... Lacey. Detective Lacey, am Abend des 12. dieses Monats zur Wohnung der Taggarts gerufen worden, richtig? Ja. In Ihrem Bericht über diesen Abend heißt es, dass Sie Mrs. Taggart verdächtigen, Ihr Kind zu misshandeln. Ja. Verzeihen Sie bitte, Euer Ehren, das hier ist doch kein Prozess. Es soll festgestellt werden, was für Kevin das Beste ist. Ich möchte gerne etwas sagen, das uns allen viel Zeit ersparen kann. Bitte sehr, Detective. Ich danke Ihnen, Euer Ehren. Als wir Kevin und Mrs. Taggart das erste Mal sahen, hatte ich das Gefühl, der Junge würde vernachlässigt. Und er würde vielleicht sogar misshandelt. Danach hatten meine Kollegin und ich die Gelegenheit, die beiden etwas näher kennenzulernen. Wir haben inzwischen den Eindruck, dass Eleanor Taggart alles für ihren Sohn tut, soweit es die schwierigen Umstände zulassen. Ich an Ihrer Stelle wäre nicht sicher, ob ich es besser machen könnte. Im Gegenteil. Wir beide sind daher der Ansicht,
dass es ein Fehler wäre, Mutter und Sohn voneinander zu trennen. Mrs. Taggart ist eine berufstätige Mutter. Sie hat Schwierigkeiten, einen Hortplatz zu kriegen. Wenn sich das Sozialamt dafür einsetzen könnte, sind meine Kollegin und ich der Überzeugung, dass sie die Vormundschaft für Kevin behalten sollte. Also, Petrie, machen Sie doch die Bücher zu. Morgen sind Sie so müde, dass Ihnen ganz egal ist, ob Sie bestehen oder nicht. Ich mache nur noch diesen Abschnitt zu Ende, Lieutenant. Marcus, ich muss dich was Wichtiges fragen. Ja. Es geht um unsere Beziehung. Sie ist in echter Gefahr. Echt, Mann? Wir sind in einer ernsthaften Krise. Ruhig, ich arbeite, okay? In gewisser Weise ist das auch eine moralische Frage. Also, Bonbon hat gesagt, komm doch heute Abend rüber und halt mir die Laken warm. Verstehst du? Ja. Wir gehen aber morgen in die Sergeant-Prüfung. Mhm. Also, das ist bei den Football-Leuten doch ganz genau das Gleiche. Genau dasselbe Problem. Jeden Samstagabend. Treffen Sie sich nun mit Ihrer Herzdame oder nicht? Oder sparen Sie sich nur die ganze Energie für das große Spiel am Sonntag? Also, ich werde dir was sagen. Für mich ist es eine Frage der Prioritäten. Was ist wichtig in deinem Leben? Du weißt, was ich meine? Victor, steh auf. Hm? Steh auf, Victor. Es gibt Leute, die können keinen Stress vertragen. Harvey ist gerade runtergegangen, Kaffee holen. Er hätte Ihnen einen mitbringen können. Ja, schon in Ordnung. Ich wollte nur mal reinschauen, bevor Sie da morgen... Ich wollte nur sagen, halten Sie die Ohren steif, Lizzie. Ja, das mache ich, Sir. Danke. Dass Sie diesen Kolumbianer verhaftet haben, das war ganz große Klasse. Das Rauschgiftdezernat denkt, dass dadurch... ganz schön viele Leute aus dem Verkehr gezogen worden sind. Danke, Sir. Das hört sich ja sehr gut an. Lieutenant, es tut mir so leid, dass ich Sie vor versammelter Mannschaft angeschrien habe. Ich weiß, dass Sie mir nur helfen wollten. Schon vergessen. Wichtig ist nur, dass Sie das hier alles gut durchziehen und dass Sie bald wieder da sind. Wir sind ohne Sie völlig aufgeschmissen. Danke sehr, Sir. Werden Sie bald wieder gesund, ja? Ja, Sir. Und jetzt ruhen Sie sich ein bisschen aus, Lizzie. Ja, Sir. Das wird Ihnen gut tun. Dr. Rodriguez, melden Sie sich bitte auf Ihre Station. Dr. Rodriguez, bitte auf Ihre Station melden. Hallo. Hallo, Chris. Hey, hallo, Christine. Du siehst ja fantastisch aus. Sie haben mir eine Beruhigungsspritze gegeben vor der Operation. Aha. Na, wie geht's denn so? Gut. Ich wollte dich gestern Abend noch anrufen, aber da haben sie mir hier gesagt, es sei schon zu spät. Wie ist es gegangen? Wie war es vor Gericht? Sie haben Eleanor Taggart die Vormundschaft zuerkannt. Die Fürsorgerin muss aber einmal im Monat vorbeischauen und in Hubers besorgt ihr einen Tageshort.
Du hast dich für sie ins Zeug gelegt, Chris, hä? Ich habe die Wahrheit gesagt, Mary Beth. Sie hat sich für Mrs. Taggart stark gemacht und es hat was genutzt. Du bist das, was man eine tolle Frau nennt, Christine. Du bist die Größte. Du bist high, Mary Beth. Du bist high. Guten Morgen. Guten Morgen. Das ist Dr. Larwin. Larwin. Und das hier ist meine Kollegin. Christine Cagney. Miss Cagney. Doktor. Sieht er nicht genau aus wie dieser... Wie heißt der nochmal, Harvey? Na, dieser Lehrer, den ich in der Schule hatte, der mit der Fliege. Mr. Kavanagh. Mr. Kavanagh? Christine Cagney. Wir wollen sie dann allmählich vorbereiten. Oh. Die Schwester wird das übernehmen. Auf Wiedersehen. Die Pfleger werden Sie gleich abholen, Mrs. Lacey. Christine, es wird Zeit für dich. Ich bleib hier, Mary Beth. Heute ist Sergeant-Examen, Christine. Ich habe aber keine Lust. Christine, du wirst jetzt gehen zum Donnerwetter. Mach's gut, du. Christine. Was? Nicht vergessen. Paragraph 104 und... Ach, was weiß ich. Die Beraubung der Juris? Juris? Diktion. Frau Klug. Da habe ich ganz gut hingekriegt. Aber ich war völlig im Wald bei dem Unterschied zwischen Fälschen ersten Grades und zweiten Grades. Zweiten Grades betrifft den Besitz des Fälschungsapparates. Abschnitt 170.10. Danke, Marcus. Gib's mir ruhig. Ich möchte nur wissen, warum Sie so lange dafür brauchen. Biopsie der Lymphknoten war negativ. Es ist alles in Ordnung. Es geht ja gut. Das ist ja wundervoll. Wir wären wirklich ohne Sie aufgeschmissen gewesen. Na und, können wir zu ihr? Lieber morgen, ja? Ja, ach, ist das schön. Es ist großartig. Jetzt gehen wir runter zu Flannery's und feiern das. Ich gebe einen aus. Alles gut. Das muss gefeiert werden. Kommst du, Victor? Ich bin irgendwie ein bisschen müde. Ich sollte eigentlich zu Bonbon gehen, kleine Feier und so, aber... Ich hau mich lieber aufs Ohr. Es lief im Schriftlichen nicht so besonders, hm? Nein. Na, morgen kommt doch die Videosimulation. Mit einem solchen Profil, mein Junge, kannst du doch eigentlich nur Sergeant werden. Ja? Sie kommen doch mit uns, ja? Danke, ein bisschen später, ja? Ja, wir sind ja noch wieder da. Flannery's. Flannery's? Ja. Okay. Bis dann.
Besuch für dich, Liebes.